Der Schnäppchenkönig, reich durch Restposten, 42 Minuten. Ich glaube, das ist eher so unser Ding, oder? Habt ihr Bock auf eine knackige Spiegel-TV-Reportage? Eine knackige Spiegel-TV-Reportage. Bissam, was ist denn mit der Goldmünze passiert? Ein junger Unternehmer. Ein knackiger junger Unternehmer. Da haben wir Bock drauf. Ich glaube, da haben wir richtig Bock drauf. Also ich habe da Bock drauf. Und das ist gleichbedeutend mit, wir haben da Bock drauf. Ne? Ich bin so wie Markus Söder. Ich habe dir das sagen. Das war quasi mein Freistaat Bayern hier. Hör doch mal auf, jetzt hier so zu schreien. Ich muss erstmal hier den Ton anmachen. Muss ich das hier so machen. Dann muss ich Chatterino starten. Chatterino. Damit auch der Chat angezeigt werden kann. Connected. Und dann muss ich hier rein. Die politische rechte Hand vertritt Extremformen der auf Ekelgefühlen basierenden konservativen Moral. Was ist denn mit der Goldmünze passiert? Dort verwandeln sich Loyalität und Tribalismus in Treue zu Blut und Boden und zur Fremdenfeindlichkeit. Eine interessante, lesenswerte Analyse. Danke für die tolle Unterhaltung. Ich lese doch nichts. Bist du denn irre oder was? Warum soll ich denn was lesen, wenn es auch Hörbücher gibt? In diesem Zusammenhang vielleicht mal ein Shoutout an meinen Partner Audible. Hörbücher für dich und mich. Das mit den vielen Buchstaben, die aneinandergereiht werden. Ich habe jetzt übrigens, ich muss mich ganz kurz auslassen. Die letzten zwei Tage hat sich etwas etabliert auf Twister, wo ich wirklich mal eine Ansage an jeden Einzelnen machen muss, der das getweetet hat. Und zwar, wie groß ist dein Wortschatz? Da ist so ein Online-Test unterwegs und dann postet jeder, dass er einen Wortschatz von 37.000 Wörtern hat und halbe Goethe sei. So, und dann habe ich natürlich gesagt, okay, die Leute, die das da gepostet haben, die einen Wortschatz von 37.000 Wörtern haben anscheinend und die halbe Goethe sind, die kriegen keinen geraden Satz raus, wenn ich denen irgendwann mal bei einem öffentlichen Auftritt zuhöre. Die sind nicht in der Lage, einen geraden Satz zu formulieren. Die können sich gerade so vorstellen und wenn's hochkommt, noch ihr Alter sagen. Und haben aber einen Goethe-Wortschatz. Und dann habe ich einen Test angeklickt, ne? Und dachte, okay, was ist das denn für ein hochwissenschaftlicher Test? Und dann ist das ein Test mit Synonymen. Was? Da steht dann sowas wie, was das Synonym von glücklich? Ein Synonym von glücklich. Und da steht unten drunter, schade, Bratkartoffel, Frikadelle oder happy. Und dann klickst du das an mit deinem Amöbenhirn. Und dann sagt dir das Programm, dass du halbe Schiller bist. So. Hört auf damit. Lass das. In Wirklichkeit habe ich den Test natürlich selber gemacht und bin auf einen Wortschatz von zwei gekommen. Ich kann zwei Wörter. Digger und Memo. Der Schnäppchenkönig reicht durch Restposten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese 42 Minuten ausreichen werden, um den Stream für heute zu füllen. Was ist denn mit der Goldmünze passiert? Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Uwe, ich grüße dich, mein Freund. Bleib so mal ganz kurz stehen. Was ist denn mit der Goldmünze passiert? Uwe. 3, 2, 1, Attacke! Das ist auch, das Bild ist schon deutscher, geht es nicht. Das ist so, während in Amerika, wenn da irgendwelche Black Friday Deal-Läden aufmachen, dann schlagen die sich schon 20 Minuten vor Öffnung die Fresse ein und sind vollautomatisch bewaffnet irgendwie an der ersten Front. Und der Deutsche stellt sich mit seinem scheiß Wagen da an und sagt dann so, na, können wir jetzt auch rein? 3, 2, 1 und dann wird aber ganz gemütlich, wird losgeschoben hier. Wenn die Rabattschlacht beginnt, gewinnt am Ende immer er. Georg Dobelmann ist der Schnäppchenkönig. Die Kunst ist halt aus Scheiße verkaufen Geld zu verdienen. Das ist die Kunst. Was ist denn mit der Goldmünze passiert? Der Nächste ist immer der Wichtigste. Mit einem Discount-Imperium zum Multimillionär. Bleiben Sie mal ganz kurz stehen. Was ist denn mit der Goldmünze? Also das ist ein wilder Pulli. Alles Gute zum Geburtstag. Und der Gürtel ist auch wild. Also das ist wirklich ein sehr wilder Auftritt. Das ist so Prinz Markus von Anhalt-Level an wild. Der läuft auch noch nicht so, ne? Das sind Preise, ich verstehe das nicht. Vom Preis her ist doch eine Bombe. Das höchste der Gefühle, 3,50 €. Hammer wäre, wenn du ihn nach 2,50 € hinkriegst. Dann fang mit 2 an. Ja gut, klar. Ja, Frechheit sieht ran. Profit mit Nippes und Sonderposten. Auf der Resterampe winken satte Renditen. Das Leben ist eigentlich ganz einfach. Muss aus 1 Mark 2 Mark machen. Ja, richtig. Richtig. Oder so wie ich, ne? Du musst einfach aus 0 Euro, was auch immer hier reinkommt, machen. Das ist noch besser. Mayer von Spiegel TV. Endlich 18.
Endlich 18, anderthalb Jahre schon, Philo. Vielen herzlichen Dank, Bruder. Vielen herzlichen Dank. Erste Besab des Jahres schmeckt. Gute Besserung, Karl. Danke, Mann, dir auch. Wenn du krank bist, wenn nicht, dann weg da. Ralf Quinke-Filme gefallen mir immer besonders gut. Ich mag Filme von Ralf Quinke. Das ist ein Top-Mann. Georg Dobelmann ist früh aufgestanden, wie fast jeden Tag. Dem Unternehmer aus dem niedersächsischen Das ist aber auch mein Lifestyle. Ich stehe auch immer morgens sehr, sehr früh auf, so um 5:30, dass ich mich dann um 6:30 in meinen Porsche Cayenne S reinsetzen kann und auf dem Weg zum Alnatura die Radfahrer von der Fahrbahn hupen. Weg da! Weg da! Ich finde, so ein Porsche Cayenne ist auch ein Auto, irgendwann kaufe ich mir einfach nur aus Meme, wenn ich richtig viel Geld habe, kaufe ich mir aus Meme-Gründen einen Porsche Cayenne. Einfach nur aus Meme-Gründen. Ankommen gehören 81 Restpostenmärkte, die meisten auf dem platten Land. Heute macht der nächste auf. Jetzt fahren wir nach Levern. Da, Herr Remo, der Welt. Endlich darf ich auch in Amerika saufen. Da haben wir heute eine Neueröffnung. Da eröffnen wir heute die 82. Posten. Getreu nach dem Motto, ich blinke nicht, ich hupe. Ich erwarte von meinen Mitfahrern, dass sie vorausschauen, wissen, wohin ich will. Wo soll ich denn anders hinwollen, als da, wo ich hin will? Das ist doch ganz logisch. Was ist denn mit der Goldmünze passiert? Bald sind es 6. Das ist ein ehemaliger Aldi-Markt. Den haben wir gekauft. Das ist Eigentum. Bissam, was ist denn mit der Goldmünze passiert? Der hat ungefähr 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und heute Punkt 9 Uhr ist dann die Neueröffnung. In dem Business darf man nicht zimperlich sein. Erfolg haben Typen, die einem Eskimo. Verstehe nicht, warum dicke Autos negativ behaftet sind. Der hat sich doch nie. Mercedes-Fan 18034. Du musst dir keine Gedanken darum machen, dass dir jemand irgendwann mal Neid zukommen lässt aufgrund deines Kfz. Da musst du dir gar keine Gedanken drum machen. Ne? Ich sage ja auch immer, auf meinen Micra ist auch niemand neidisch. Ja? Der schon wieder, der Mercedes-Fan. Ne? Der Mercedes-Fan schon wieder. Gleich kommt er wieder mit, du weißt schon, dass die neuen Motoren alle ein bisschen umweltschonender sind als dein Micra, ne? Also da würdest du schon mit so einem neuen Porsche Cayenne, würdest du mehr tun für die Natur, ne? Das weißt du schon. Ich bin nicht neidisch oder so. Ich glaube nur, dass wenn du ein dickes Statussymbol nötig hast, das viel Brumm-Brumm auf der Fahrbahn macht, dann ist der nicht zu helfen. Dann hast du ein sehr unschönes Leben. Und dann solltest du eher mich beneiden. Kühlschrank verkaufen könnten. Das ist immer die Kunst in dieser Welt. Ich dachte bis eben, Karl hätte sich Mercedes-Fan 18034 ausgedacht. Denken viele, deswegen habe ich ja den Chat hier auch eingeblendet, weil ich hatte an die Redaktion, haben uns wöchentlich ungefähr 47 Leserbriefe erreicht. 47 Leserbriefe haben uns wöchentlich erreicht von den Leuten, die YouTube-Videos oder den Stream auf Vollbild am Fernseher gucken und haben geschrieben, Karl, hör doch mal auf mit diesem Mercedes-Fan. Das ist nicht lustig. Du hattest schon viele Memes, aber dieses Mercedes-Fan-Meme ist wirklich nicht lustig. Und dann habe ich gesagt, okay, Freunde, ich blende jetzt einfach den Chat ein, damit ihr lesen könnt, dass das eine echte Person ist, die das schreibt. Der wird auch nicht bezahlt von mir. Dass sie irgendeinen was verkaufen, was er gar nicht haben will. Aber davon leben wir ja nun mal, Leute. Isa, mach mal noch 2 Minuten jetzt, schreib mal nicht 2 Minuten und dann kannst du wieder rein mit Mercedes-Fan. Solange lock dich auf Weed Cobra um. Da könntest du mir irgendwann auf den Grabstein schreiben, der ist durch Scheiße verkaufen reich geworden. Das ist ja so, den Prüttel, den wir jeden Tag verkaufen. Stillstand ist ein Fremdwort im Leben von Georg Dobelmann. Der Unternehmer stets auf Speed. Das ist egal, ob das jetzt beim Posten ist oder beim Autofahren. Man muss in diese Welt schnell sein. Wenn ich jetzt irgendwelche Posten angeboten bekomme, dann ist Schnelligkeit das A und O. Richtig. Das ist ja, oft sind das ja welche, die dann verkaufen müssen oder wollen und wo dann diese Geschäfte ganz schnell über die Bühne gehen müssen. Erstens, weil die das ja auch garantiert einen zweiten oder dritten anbieten. Oder eben Ware ist, die dann ganz schnell vom Markt verschwinden muss. Und dann muss man schon sehr, sehr schnell auf die Beine sein, dass man da irgendwo zum Schuss kommt. Ich habe es ja auch oft, dass mal irgendwo Versicherungsschäden sind. Wenn auf der Autobahn mal ein LKW umkippt oder so, dann muss man sofort
ins Auto springen und dahin und die Ware begutachten und dann ja irgendwo auf die Ware bieten und das dann sofort erledigen oder eben auch die Ware da wegholen. Und dann bekommt man meist dann auch die Ware für ganz, ganz kleines Geld. Bei Firmenpleiten ist es genau das Gleiche, wo wir ja auch dann sofort vor Ort sind und wenn die Ware da raus muss oder irgendwelche Lagerräumungen, da ist es die Schnelligkeit das A und O in diesem Geschäft, in der Postenbranche. Kurz vor dem Startschuss schaut der Chef nach dem Rechten in der neuen Filiale. Kirmesstimmung belebt das Geschäft. Bleiben Sie mal ganz kurz leise stehen. Töne sind hier fehl am Platz. Was ist denn mit der Goldmünze passiert? Danke für drei. Wen quatschst du denn da an? Wir haben gar keine Kunden hier. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, Postbörse. Alles gut. Also alles. Das wäre auch ein Job für mich, sage ich euch ganz ehrlich. Ne? Wenn das irgendwann mit dem Stream nichts mehr ist, dann mache ich auch sowas hier. Komm, wir haben neue Angebote hier. Das wäre absolut mein Job, wenn ich mit so einer Anlage dastehen würde. Einfach so ein scheiß Megafon und dann die Leute beleidigen. Dann die Leute beleidigen, was sie denn nur für 7 Euro hier einkaufen machen. Ob die denn nichts verdienen würden im Leben. 7 Euro einkaufen und dafür rausfahren, während Corona auch unverantwortlich. Alles unter 100 Euro Einkauf ist nichts wert. Zum Griff. Ja, warten wir auf die Kunden und auf gutes Wetter. Na, Kunden ist wichtig. Wetter ist mir scheißegal. Kunden. Verkaufen. Richtig. Du sollst verkaufen, du Arschloch. Was soll denn das mit dem Scheiß, mit dem Scheiß? Hallo Herr Dent, ich habe mich im Chat und auf Discord sehr kindisch benommen und wurde deswegen gebannt. Können Sie über eine Entbannung nachdenken? Ich werde mich benehmen und niemanden mehr anpissen. Lee Grü. Bissam, bleiben Sie mal ganz kurz stehen. Was ist denn mit der Goldmünze passiert? Ich feiere ja nicht immer alles. Also erstmal bist du der unterhaltsamste, weiter so dekalere. Erstmal gibt's Entbannungsanträge erst ab 50 Euro. Ich dachte, das wäre klar. Und zweitens weiß ich überhaupt gar nicht, wer du bist. Also ob ich mir den Namen merken würde von diesen Klimpergeld-Donations. Das Wetter ist mir scheißegal, es geht um Verkäufe. Warte mal, ich muss mal gucken, wer das ist. Jetzt muss ich hier Activity. Ne. Tag, Herr Remo, Meyer von Spiegel TV. Lass die Klappe halten jetzt. Check. Gucken, in den User rein. In den User reinhalten hier. User. Nee. Ja, den kann ich entbannen, auch für 13 Euro. Da ist nichts Wildes passiert. Fertig. Aber das sieht geil aus hier. Nur ich sehe noch keine Kunden. Hier haben wir Kartoffeln. Wir haben ja eine große Aktion. Bis die ersten 300 mal Kunden, ganz kurz die heute stehen. Morgen kommen, kriegen alle einen Sack Was Kartoffeln. Nächsten Monat haben wir einjährige. Die ersten 300 Kunden, die hier kommen, die kriegen alle einen Sack Kartoffeln dazu. Damit kriegst du den Deutschen. Das Einzige, was noch mehr zieht als ein Sack Kartoffeln, ist ein Freibier oder eine Tasse Glühwein. Die ersten 300 Kunden kriegen alle eine Tasse Glühwein und dürfen die Tasse behalten. Bei uns braucht man die Kartoffeln nicht bezahlen, die kriegen sie so umsonst mit. Richtig. Lassen wir uns immer wieder was Neues einfallen und mal machen wir das, mal machen wir das. Nicht? Aber das kommt immer sehr, sehr gut an. Wenn die Kunden wissen, die kriegen was geschenkt, dann kommen sie immer schnell. Aber das sieht schon ganz gut aus hier. Wenig später stehen die Schnäppchenjäger Schlange. Wenn du da morgens stehst, dann hast du alles erreicht im Leben, Alter. Dann bist du ganz vorne angekommen. Völlig heute hier. Und warum? Weil ihr es uns wert seid. Was rum? Weil die Scheiße weg muss. Billig. Hier kommen wir nochmal raus hier. Alle nochmal hier bitte anstellen. Die Renate da hinten. Renate, komm mal nach vorne. Komm mal nach vorne, Renate. Komm, ich hab hier was für dich. Komm mal her. Hier kriegst du noch so eine Rolle Küchenpapier. Komm, pack dir die schon mal in den Wagen rein. Ne? Noch ganze 12 Minuten. Und dann kann das kaufen. Aber hat dann diese scheiß deutsche Schlagermusik im Hintergrund. Soll mal Kaffee in Pulver verkaufen. 15.000 unterschiedliche Artikel hat jeder Shop im Angebot. Rabattschilder als Doping für den Konsum.
Die Kunden sollen kaufen, was sie eigentlich nicht brauchen. Ein Toaster für 9,99. Isa, mach den Mikrostarkler, wir fahren dahin. Scheiß auf Corona. Seinen ersten Laden eröffnete Dobelmann vor 30 Jahren. Ich habe tränende Augen. Mehr oder weniger ist es Routine. Man hat das so oft hinter sich. Und ich weiß doch wohl früher so die ersten Märkte, die ich damals eröffnet habe. Man konnte nächtelang vorher nicht schlafen, man war nervös und man hat sich einen Kopf gemacht. Anonymous spendet 3,33 €. Ich glaube, ich habe da gerade meine Seniorchefin gesehen. Bissam, bleiben Sie mal ganz kurz stehen. Ich weiß immer noch wohl so zu den Eröffnungstagen. Man ist morgens um 3 Uhr aufgestanden, dass man um 4 Uhr in dem Markt war. Man hat selber die Regale noch eingeräumt. Wir haben ab Februar haben wir eine große Aktion. Zu jedem Twitch Prime Sub kannst du dir selber ein Glas Bier einschenken. Ja? Und das hat sich schon geändert. Da ist jetzt heute so ein bisschen, ist es schon Routine, obwohl ich mich jedes Mal immer noch wieder freue, wenn wir eine neue Eröffnung haben. 3, 2, 1, Feuer frei! Willkommen in der Postbörse Lehnen! Filiale Nummer 82 ist offiziell eröffnet! Treten Sie ein! Haben Sie Spaß, machen Sie Schnäppchen und kaufen Sie die Bude leer! Attacke! Der OP direkt den Sack Kartoffeln eingepackt. So, den lasse ich mir nicht nehmen. Und wenn ich nur mit einer Zahnbürste hier rausgehe. Aber den Sack Kartoffeln nehme ich mit. Ja. 40.000 bis 50.000 Euro werden gewöhnlich an so einem Eröffnungstag umgesetzt. Und schon nach wenigen Stunden... Sub 344 wieder mal. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese Sub-Aktionen von Streamern nicht. Von StreamerInnen, muss man ja sagen. Das machen ja beide Geschlechter oder alle Geschlechter machen das ja. Wenn sie sagen so, guck mal, pass mal auf, Freunde, heute versuche ich mal den modernen Streamer ein bisschen näher zu bringen. Der moderne Streamer macht das heutzutage ja auch nicht anders als so ein Ramschverkäufer, ne? Der moderne Streamer macht das ja so, pass auf. So, Leute, heute ist aber der super Samstag unterwegs hier. Jetzt wollen wir mal aufpassen hier. Für alle 5 Subgifts pack ich nochmal 5 Subgifts obendrauf. Das bedeutet, wenn ihr mir Geld gebt, dann kann ich nochmal Geld auch in mich reinpacken, ne? Und das setzt sich 100%ig steuerlich ab. Ne? Aber trotzdem kriege ich ja noch mal Geld rein. Das ist eigentlich Steuerbetrug. Aber das interessiert ja niemanden. Ne? 10 Subgifts von euch, 10 Subgifts von mir, noch mal oben drauf. Greift jetzt zu. Das kannst du dir nicht ausdenken und das funktioniert. Die Leute gehen komplett, die Leute gehen komplett steil. Ne? Ich werde das natürlich auch machen. Ne? Wenn ich Ausgaben brauche, dann werde ich das natürlich auch machen. Dann mache ich mich aus, setze ich mich sonntags hier auch hin und sage, ihr Freunde, wenn ihr jetzt 50 Subgifts, dann mache ich auch nochmal 50 Subgifts obendrauf. Ne? Und das wird aber 100% steuerlich geltend gemacht. Ne? Das kann ich auch aber sagen. Werbekosten sind das. Leuchten die Dollarzeichen in den Augen des Chefs. Sieht doch mal ganz gut aus. Danke, Metallica, das war nur ein Beispiel. Ich mach das natürlich nicht selber. Falls du dich jetzt verarscht fühlst und denkst, Mann, ich möchte jetzt aber auch nochmal 5 oben drauf, wirst du nicht kriegen. Passiert dir nicht. Das spielt. Ich bin da. Nee. Bruder, ich zahle hier 10% Steuern. Als ob ich noch irgendwelche Ausgaben fingieren müsste. Jetzt mal ganz ehrlich. Hier in Irland zahlt man Steuern noch gerne. Dir bei der Genesung. Ne? Gute Besserung, Dickerchen, Dekalere. Alles gut. Und vor allen Dingen, die haben was im Wagen. Das sind die richtigen Wagen. Finn26-Spende 3,33 €. Ausbeutung des Proletariats, so gefällt mir das. Richtig. Morgen wieder ab ans Fließband, ihr Geringverdiener. Ab morgen wieder rein in die 40-Stunden-Woche. Und dann aber buckeln für mich. Aber buckeln. Vielen Dank, Hector. Für die großartige Unterstützung dieses kleinen hybrid-journalistischen Projekts. Dankeschön, dass du möglich machst, dass ich Geld verdienen kann. Vielen Dank. Isa! Volkswagen Fan 1848 spende 3,33 €. Wann darf ich eigentlich mit meiner Überweisung rechnen? Tag, Herr Remo. Meyer von Spiegel TV. Solche Einkaufswagen, so Tag, gut Remo, gefüllt, 1000 Stück, TV. Dann bin ich durch. Leute. Im Schnäppchenshop sind alle gleich. Dem Sog der Rabatte kann sich keiner entziehen. Alles muss mit.
ein 2000 Seelenort im kollektiven Kaufrausch. Eine Palette Überraschungseier. Süßigkeiten für Ostern, Sandspielzeuge. Danke, Blöder, für 17 Monate, Bruder. Überraschungseier für die Osternester. Mehr als sie eigentlich wollten? Ja. Wie immer. Ist das nicht immer so? Wie immer. Man macht sich immer einen Einkaufszettel, aber es kommt immer mehr dazu. Richtig. Also geplant hatte ich den hier. Den hatte ich geplant. Und das andere eigentlich nicht. Wenn ich so früh an den Tante Emma-Laden denke, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Ja, da haben Sie nur das genommen, was auf dem Zettel stand. Ne? Und jetzt gehen Sie vorbei. Ach, das könnte ich noch und das könnte ich noch und das könnte ich noch. Ne? Was wollen die denn haben? Kenn das, Bruder. 57, 97, bitte. Ich kenne das, Bruder. Dankeschön. Pflichttermin in Köln für Händler wie Georg Dobelmann. Machst du oder Ise den Einkaufszettel? Soll ich jetzt mal, ich mache jetzt ein Eingeständnis. Wir machen uns seit Corona Einkaufszettel und versagen am laufenden Band. Wir versagen einfach am laufenden Band. So, wir versuchen uns wirklich, wir sind so typische, keine Einkaufszettel, sondern Berlin hat sowieso alle 2 Meter einen Supermarkt. Das heißt also, wir gehen auch jeden Tag einkaufen. Ne? Wenn du irgendwas brauchst, fährst du halt eben 2 Minuten die Straße runter und stehst vor dem nächsten Einkaufszentrum und kaufst das, was du brauchst. Und da du sowieso immer mehr reinpackst, ist es dann auch scheißegal. Ne? Du brauchst mal 1 Liter Milch, fährst du halt und holst ihn dir. Ne? So ein Ding ist das. Und seit Corona versuchen wir mit Einkaufszetteln zu arbeiten und es funktioniert einfach nicht. Ne? Ah, für 2 Minuten das Auto nehmen. Naja, ist halt Berlin gewesen, ne, Roman? Ist halt Berlin gewesen. Wenn du da zu Fuß unterwegs bist, dann musst du Angst haben, dass du hier von so einem Messermigranten angegriffen wirst. Eigentlich schon ein Jahr länger, aber das Gratisjahr zählt wohl nicht. Greift dir wieder so ein Kopftuchmädchen in die Tasche, wenn du da unterwegs bist. Da sieht man ja auch, dass ich ein bisschen mehr verdiene als der Rest. Na klar. Die IAW, die Aktionswaren und... Da fühle ich mich wirklich nur im Porsche Cayenne S sicher. Seid ihr so, wie es ist. Importmesse. Ein Umschlagplatz für Nippes, den kein Mensch braucht, den aber fast jeder kauft, wenn er nur billig genug ist. Ein Schwergewicht der Branche... Du musst deins anrufen. Ja, ich rufe dich an. Tag, Herr Remo, Meyer von Spiegel TV. Moin. Bissam, bleiben Sie mal ganz kurz stehen. Was ist denn mit der Goldmünze passiert? Hier mein Tribut, mein Herr. Dankeschön. Allen Schwänzen im Chat wünsche ich einen erfolgreichen Start in KW dritte Dekalere. Tag, Herr Remo, Meyer von Spiegel TV. Bissam, was ist denn mit der Goldmünze passiert? Isa, dein Handy ist wirklich weg. Ich habe versucht, dich anzurufen, um das zu finden, aber du hast anscheinend, geht ja keiner dran. Reinstecken, ja? Spende 3,33 €. Ich darf nicht mehr einkaufen, da ich streng nach Zettel einkauf. Ha. Also einfach ein WhatsApp-Video-Call. Der klingelt ein bisschen. Wer kann denn da Nein sagen, wenn so ein hübscher Mann da anruft? Niemand. Hast du es gefunden? Gefunden. Ich hab's in den Wäschesack gelegt. Du hast es in den Wäschesack gelegt? Ja, ist richtig. Da ist aber einer sehr hell unterwegs heute. Ja. Josef Schlömer. Der Großhändler verkauft schrille Kunststofffiguren und allerlei für Haus und Garten. Seine Kunden, Einzelhändler wie Süleyman Çiçek. Der Türke hat einen Dekoladen. Das ist ein Dreiersatz, nimm mal alle drei. Ah, 3 Stück sind das, ja. Hier die Brotdose, das ist genau das Richtige für dich. Ein schöner Futterartikel vorne. Und die Vogelhäuser hier noch. Die brauchst du auch. Hier, Süleyman, pack dir mal alles hier rein jetzt. Süleyman, hör jetzt mal auf zu diskutieren, Süleyman. So, die Tupperdosen da, die brauchst du. Bruder, ich diskutiere. Möchtest du, dass ich... Süleyman, ich werde gleich anders wütend. Süleyman, du nimmst jetzt die Brotdose.
Süleyman. Ja, Remo, Meier hat mein Spiel gemacht. Pack dir die Brotdosen da jetzt aber in den. Pack sie dir da rein, sonst ist hier aber was los. Der Süleyman mit seinem Kiosk. Das war dann. Mein dicker Bauch ist dazwischen. So, hier. So, das hier. Ja. Da der Manfred, das ist ein Top-Verkäufer, das sag ich dir aber. So, also das willst du jetzt haben? Das ist jetzt, was ich heute haben möchte. Interessantes für genau. Dich. Genau. Okay. Und aufschreiben. Ja, jetzt müssen wir erstmal sehen, ob du das überhaupt geben willst, was ich haben will. Ja. Das ist ja immer unser Problem. Hier, setz dich mal. Daher, Remo, dann fangen wir einfach mal an. Spiegel-TV. Jetzt die Schränke. Genau. Da kriegt Mutter Tränen in den Augen, wenn sie den Artikel sieht. Ne? Sind 60 auf der Palette. 60 Stück auf der Palette. Ja. Du nimmst mir 5 Paletten ab ja. Und ich mache dir den sensationellen Preis von 4,90 € in der Fotobox. 4,90 € für 5 Paletten? Da, also Matze, haben wir noch Kapazitäten in unserem Lager in Würzburg? Ich glaube schon, oder? Die nehmen wir. Da sind dann 300 Stück. Ja. Rechnen kannst du, das muss ich sagen. Ich war ein Jahr in der Schule, ein Jahr. Ja, das hat mir gereicht. Ja, offensichtlich. Ja, hast du auch nicht recht, ne? Wenn du in der 8. Klasse einsteigst, dann lernst du den Dreisatz und dann mehr brauchst du nicht, ne? Hallo, mein Jungschwanz. Ich wünsche dir viel Erfolg in KW03 mit den Kopenhagen Wolves. Dankeschön, Flo, dankeschön. Ich sagte, den musst du vorne, Palette, Eingangsbereich des Ladens, 9,90 € dran, einmal in die Wochenzeitung rein, dann hast du wegen dem Schrank den Laden voll. Richtig. Sag mal bitte, keine 5 Palette, sondern 10 Paletten nimmst. Ich nehme 10 Paletten. Ja, ja, das, ich habe die gleiche auch gekriegt gerade. Ich habe keine Ahnung warum. Also 600 Stück nehme ich. Auf gar keinen Fall auf den Link klicken. Nein. Wer sein Handy in Wäsche kommt. Hier, mach mal voll hier. Ja. Ist Luft drin. Renate, da ist schon wieder Luft im Glas. Ja, und was soll ich da noch machen? Preis. Was soll ich? Rechne mir raus, wo ich hier jetzt noch einen Euro rausrechnen soll. 4,70 € bei 600 Stück. Bissam, was ist denn mit der Goldmünze passiert? Maximal, was ich geben kann für den... Gruß aus Dresden nach Estland. Spam-SMS. Roman, wir haben jetzt angefangen, unsere Handyrechnung, hier mit der irischen Nummer einmal per Anbieter bezahlt. Und jetzt haben wir gerade eben beide eine E-Mail, eine SMS gekriegt mit folgendem Inhalt. Bissam, bleib mal ganz kurz stehen. Mit folgendem was Inhalt. Ist mit der Goldmünze passiert? Ach, your Visa card has been used for online transaction at 17.10 Uhr. Not you? Fragezeichen. Proceed to und dann Link. So, da denke ich mir, da gehen bei mir natürlich alle Alarmglocken an, weil ich denke, wenn einer an mein Konto rangeht, ne, dann wäre ich aber anders. Habe ich mich kurz eingeloggt, habe gesehen, ich bin immer noch reich. Wenn da einer was sich, wenn sich davon einer was genommen hat, dann ist mir das auch egal. Weißt du, so bei mir wird Online-Kreditkartenbetrug, da habe ich monatlich so 5, 6 Scheine eingeplant. Wenn das nicht überschreitet, dann reagiere ich da gar nicht. Ne? Sage ich euch so, wie es ist. Und jetzt weg da. Niemals, niemals. Nicht weiterreden. Keine 4 Euro. Nicht weiter. Letztens wurden 533 Millionen Facebook-Datensätze mit Handynummern geleakt. Ah, okay. Gut gemacht, Marc. Aber ich muss auch was davon haben. Ja, hast du dann auch. Ne? Dann sagst du dir hier bei 600 Schränken mal eben 3000 Euro in der Tasche. Für Werbung sagt man auch noch was. Ja. Das muss ja die. 4,65. Ende der Durchsage. 4,30. Mehr mach ich nicht. Kann ich nicht. Sonst kannst du lassen. Gut, zieh dich beim anderen Artikel ab. Ist mir auch scheißegal. Was macht zufrieden jetzt? Ah, scheiß drauf, Digga. Nimm sie einfach für 4,30 €. Nicht ganz, aber ich hoffe bei dem nächsten Artikel, dass ich dann auch was rauskriege. Fragen Sie mich doch mal, ob ich zufrieden bin mit dem Preis. Frage ich Sie, ja. Was ein Hurensohn, Alter. Der Süleyman sitzt da dann noch und der Süleyman denkt sich, der hat jetzt gerade richtig Schnapper gemacht für 4,30 €. Fragen Sie mich doch mal, ob ich zufrieden bin. Und sie, ja, bin ich sehr. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Sehen Sie? Diesen 600.000 € Bentley habe ich mir in einem Tag verdient. Das habe ich schon. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Jetzt quatsche ich dem noch 2000 von den Gartenzwergen an den Hals und dann mache ich Feierabend. Ohren unter sich. Geschäfte werden in diesen Kreisen per Handschlag besiegelt.
Der XXL-Ostfriese hat Übung darin. Mir ist das ein bisschen vielleicht sogar in die Wiege gelegt worden. Ja, ja, das muss ich sagen. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ich habe schon ganz bei Zeiten mit Karnickeln gehandelt. Also ich komme aus einer Familie, wo wir nur 8 Kinder waren. Und ja, da war der Kampf um das Kotelett, sage ich schlicht und einfach, was ich oft gewonnen habe, davon abgesehen, ja, was man hier auch sieht. Ja. Das war der Sülemann. Existenzkampf. Sülemann wird arm. Und ich glaube, daraus resultierend ist es dann so, dass das Leben das einfach mit sich bringt. Auf manchen Ständen geht es zu wie auf dem Bazar. Ishak Garadenis arbeitet für eine Firma, richtig, die 6000 Artikel herstellt. Qualitativ hochwertige Artikel. Bisam, was ist also mit der wirklich passiert? Qualitativ danke, hochwertige Artikel, das darf man nicht vergessen. Made in China und der Türkei. Entsprechend niedrig sind die Preise und stets ist noch Luft nach unten. Was brauchst du, mein Freund? Dieses Glas ist? Das ist Glas mit LED-Beleuchtung, ne? Die sind ja gerade sehr, sehr aktuell. Okay. Guck mal mit den Eierkocher. Der hat eine Besonderheit. 6 bis 7 Eier, genau. Der ist so doppelte, 14 Eier. Das heißt für große Familien? Für große Familien. Da wird doch jeder satt, kann einer nie sagen, der hat kein Ei zum Frühstück bekommen. Richtig. Okay. Gibt's keine Ausrede mehr. Ich nehme 12.000. Preis 6,99. Das machst du. Das ist die Preise ein bisschen. Weiß nicht. Meinst du? 14 Eier, ich nehme 25 Paletten. Wenn du 6,50, das können wir weiter. Das sind, sagen wir, das ist okay. Ja, 6,50. 6,65. 6,60. Machen wir 60. Dann haben wir diese kleinen Mini-Wasserbauer. 0,9 sind aber sehr, sehr gefragt auf dem Markt. Ne? Und die sind aus reinem Kunststoff. Guck mal, es gibt zum Beispiel recyceltes Material, aus dem viele Wasserbauer hergestellt werden. Das ist aber also reines Material. Ja. Alles gut gemacht. Das ist wichtig, ja. 6 Euro ist gut? 6 Euro? Nee. Nein. 6 Euro zahle ich dir dafür was nicht. Was kannst du denn geben? Was musst du denn haben? So denken vielleicht 10 Euro Ladenvk. Nein. Ungefähr 2,90 kann mir so rechnen. Für das, was du gesagt hast, kannst du nicht bei den Produktionskosten decken. Doch, normalerweise. Schaffst du nicht. Schaust du, das ist so klein. Guck mal. Lange Rede, wir haben noch 5000 Artikel vor uns. Ich mach dir glatt 5 Euro, ist okay? Ich verzichte auf meine Marge glatt 5 Euro, 4,90. Können wir das dann nicht? Dann müssen wir weitergehen, Mann. Können wir das nicht? Machen. Dann müssen wir weitergehen. Auch Karadeniz ist, wie viele hier auf der Messe, ein Naturtalent. Also, ich bin jetzt 40 und ich hab. Das Ding kostet 25 in der Produktion, locker. Cent, ja. Angefangen mit 17, 18. Mit 15 habe ich schon angefangen, Sachen zu verkaufen, umzutauschen etc. Ja, und dann ist man langsam halt in die Branche reingerutscht. Ne? Und sowas kann man nicht lernen. Entweder es macht einem Spaß oder es macht keinem Spaß. Ne? Man muss dafür geschaffen sein. Die Kunden kommen bei ihm kaum zu Wort. Also ich möchte ein Tischgrill. Ein elektronischer Tischgrill von Elektronik Schäfer. 5 Stufen Temperaturregelung, Überhitzungsschutz, cool Touchgehäuse und eine Auffangschale. Isa? Wie viel Paletten Tischgrille können wir in der Garage lagern? Tischgrille? Ja. Dann muss ich mal nachrechnen. Rechne mal nach, dann würde ich 6-7 Paletten würde ich da noch bestellen. Werbung für Internet machen, aber bleib das ist eine Produktion. Du siehst ja, die Ware kommt aus der Türkei, hat einen Thermostat. Okay. Es ist relativ selten bei dem Artikel. Also die kannst du die Temperatur regulieren. Normalerweise gibst du Strom rein, Strom aus. Ja. Aber hier kannst du selber alles Intervall, kannst du selber steuern. Zertifikate sind vorhanden. Top-Ware, Reklamationsquote unter 0,0%. Wirklich sehr, sehr gute Ware. Unter 0,0% Reklamaturquote. Das heißt also, da werden weniger Artikel zurückgegeben, als verkauft werden. Ich denke, so langsam sind wir über die Kennenlernphase hinaus und ich kann mir vorstellen, mich zukünftig emotional auf einen Prime bei dir einzulassen. Kuss. Das finde ich sehr lieb von dir. Ich glaube, dass wir dafür bereit sind. Ich glaube, dass ich, ja, ich will. Ware. Wenn du das heute bestellen kannst, mache ich dir 9,99 Euro. Richtig. Weiter im Sommer werden die 14,99 Euro kosten. Richtig. Wenn du jetzt nehmen kannst. Die 5 Euro, die tauchen dann einfach irgendwo auf in der Produktion. Machen wir 59. 9,99 Euro. Der Händler versorgt vor allem Stammkunden, wie die beiden Männer aus Offenbach. Sie suchen Ware für... Wundert mich nicht, dass die aus Offenbach kommen. ...eine Klientel, die zuerst auf den Preis achtet. Ah ja, international. International, wir haben ja so Deutsche, Türkisch, Afghanisch, Indisch. Remo, international, wir haben ja alle. Frankfurt ist eine relativ internationale Stadt. Internationale Stadt, wir haben ja so alle. Ich fände es auch sehr witzig, wenn da jetzt gleich Tim Gabel und InScope stehen würden und über eine Brille diskutieren. Komm, machen wir 4,99 Euro. Bisam, was ist denn mit der Goldmünze passiert? Grüße aus der FFB 2 Hamburg, Bayern. Die Ausländer sind schon arm.
Karl, kannst du für meinen nächsten Sub was am Preis machen? 3,50 vielleicht? Nee, kann ich nicht machen. Dann verzichte ich auf meine Marge. Ne? Also da musst du, also wirklich, da verzichte ich auf die Marge. Das kann ich nicht machen. In der neu eröffneten Postenbörse macht unterdessen der Bürgermeister samt Gemeinderat seine Aufwartung. Hat mich abgeholt, die Karlere. Hast du mir eigentlich jetzt wirklich bei Milch reinschütten, hast du da so wenig Aufmerksamkeit gegeben, dass du mir den Plastikring hier mit reingeschüttet hast, Isa? Die hört gar nicht zu. Die hat mir hier, die hat jetzt hier den Milchplastikring mit rein. Wie kann man so wenig Aufmerksamkeit? Wie kann man so wenig Aufmerksamkeit? Moin, Karl. Sag Herr Remo, Meyerhofer von Spiegel TV. Rotkäppchen-Sekt wird gerade. Na, wenigstens hat sie ausreichend Korn reingeschüttet. Reicht halbtrocken für 2,99 die Flasche. Wie sieht's denn aus hier? Vielen herzlichen Dank, Error 404, Team Northbound. Dankeschön für 5 großartige Unterstützungs-Community-Subs rein in die Masse. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Shampoos, ha? Und bei mir bitte viel Orangensaft drin. Ich muss heute Abend noch Geld zählen. Falschen das sage ich auch immer. Genen. Georg Dobelmanns Vater war Viehhändler. Als er jung war, faszinierte den Junior die Atmosphäre bei Viehauktionen. Das mich auch. Kommt aber irgendwie aus dem Viehhandel. Egal, wenn mich da irgendwo jemand Artikel gezeigt hat, dann bin ich angefangen zu handeln. Ich bin in eine Kneipe gegangen abends zu meinen Kumpels. Ich hatte eine neue Lederjacke an. Dann sagt der erste Kumpel, Mensch, hast du eine tolle Lederjacke. Ich sag, du kannst sie kaufen, weg damit. Dann hatte ich die für 100 Mark gekauft, hat sie für 150 an der Theke wieder weiterverkauft. Richtig. Das waren so die Anfänge. Da ist das wirklich so entstanden. Ich bin mit dem Fahrrad zu einer Kneipe gefahren. Arschvoll, toll. Und dann mit dem Cayenne nach Hause. Ne? Und dann kam der erste an, hast ein tolles Fahrrad. Ich sag, kannst du kriegen. Ich konnte sowieso nicht mehr fahren, weil ich besoffen war. Und dann habe ich mein Fahrrad verkauft. Dann kam ich nach Hause und dann sagte meine Frau, wo hast du dein Fahrrad gelassen? Ich sag, hier, Moneten. Umsonst besoffen geworden und Geld hatte ich auch noch. Das funktionierte. Dann hast du auch mal, mein Vater sagte immer früher, das Leben ist eigentlich ganz einfach. Muss aus einem Mark 2 Mark machen. Und das Finanzamt musst du vergessen, sagt er immer. Ramschhändler möchte Dobelmann nicht genannt werden. Schließlich verkauft er auch Markenartikel richtig zu Kampfpreisen. Der Bestseller am Eröffnungstag, Ariel. Waschmittel. Palettenweise wird Nachschub herangekarrt. Im normalen Lebensmittelhandel werden die so 17,99 verkauft. Wir verkaufen die hier heute mit 11,99 und hier konnten wir jetzt eine ganz große Partie kaufen. Das waren an die 30 LKW-Ladungen. Wenn jetzt der Hersteller eine Verpackungsänderung hat, dann versuchen die schon mal, die alten Verpackungen ganz schnell vom Markt runterzubringen. Und dann kommt es als Sonderposten mal auf den Markt, was eigentlich leider zu selten ist. Das sind schon wirkliche Rosinen. Da würde ich immer alles kaufen, egal welche Menge. Da würde ich 1 Million Schachteln von kaufen, weil das sind die besten Geschäfte. Bitz. Nach der Eröffnung schnell zurück nach Ankum. Wichtige Geschäfte warten. Schnell ein bisschen durch die Landschaft ein paar Radfahrer weghuben. Es gibt nichts, womit Georg Dobelmann nicht handelt. Hauptsache, es bleibt was hängen. Bei mir können Sie auch ein Auto bekommen für Ware. Ich tausche das auch gerne ein. Das war ein Mercedes SL. Bleiben Sie mal ganz kurz stehen. 585 PS, passiert? Nagelneuer. Weiterhin Punkt Ehre. Und den habe ich dann mit Frühstücksbrettchen eingetauscht. Der hatte eine Partie von... Frühstücksbrettchen. ...420.000 Frühstücksbretter. ...420.000 Frühstücksbrettchen für einen Mercedes SL. Die hatten mal gekostet den Laden 1,99. Ich konnte sie dann durch diesen Tausch für 49 Cent verkaufen. Also war für beide ein sehr, sehr gutes Geschäft. Selbst wenn andere Leute frei haben, kann er es nicht lassen. Einmal Händler, immer Händler. Gleich hupt er den Audi-Fahrer an. Was willst du denn haben für den Audi? Mir liegt einfach das Handeln im Blut. Wenn ich dann mal irgendwo am Wochenende ein bisschen Zeit habe und ich gucke im Internet und verfolge das, was es so auf dem Automarkt gibt, dann rufe ich irgendwelche an und da versuche ich natürlich genau das Gleiche, was ich tagtäglich mache.
Wie viel Waschmittel willst du dafür für dein Mikro haben? Isa? Was ist denn mit der Goldmünze passiert? Ah, sehen gut. Wie viel Säcke Waschmittel wollen wir für den Mikro haben? Zwei. Zwei? Bist du sicher? Zwei? Ja. Zwei Säcke Waschmittel brauchen wir dafür. Aber die großen. Und bin da auch rotzfrech, wenn da einer ein Auto drinstehen hat für 200.000 Euro und ruft den an. Und Isa macht gerade wichtige Geschäfte dahin, da müsst ihr aufpassen. Die ist ein bisschen angefressen, weil die ist gerade im Webinar, muss zuhören. Wir haben uns am Wochenende uns relativ günstigen Kurs bei KLS geschossen und da möchte sie natürlich jetzt mitschreiben. Bleib mal ganz kurz stehen. Und sagt denen, okay, ich kaufe das Auto. Rosen sind rot, Feuchten sind blau. Das Geld und ich hole dir das weg. Raymond ist kacke, Ben ist. Tag, Herr Remo, Meyer von Spiegel TV. Nächste Runde Blue Driven, bitte. Die meisten schmeißen erst immer den Hörer drauf, aber ganz kurioserweise, oft sind da auch Typen oder Leute dabei, die dann sagen, okay, das ist ja jetzt ein bisschen wenig, was du geboten hast, aber wir können uns ja mal unterhalten. Und irgendwie, fragen sie mich nicht warum, kriege ich es irgendwie dann hin, dass ich dann doch diesen Preis durchsetze und dann gelingt es mir häufig, dass ich dann so ein Auto wirklich mal günstig einkaufe und wo ich dann auch wieder mit anständig Riss diese Dinger wieder verkaufen kann. Die Basis für satte Gewinne, billigst einkaufen. In der Zentrale wird gefeilscht bis zur Schmerzgrenze und manchmal auch darüber hinaus. Bombenartikel. Ja, also von den schönen biet ihn doch mal auf alle 1,50. Komplett würde ich machen. Sag ihn durch die Bank 1,40 und dann einigt euch auf 1,50 und dann hast du einen schicken Posten. Richtig. Das höchste der Gefühle, 3,50 €. Irgendwo da. Dann hast du eine richtige Bombe. Dann macht das gleiche Spiel wie eben. Fangt an, erst mit 2 €, kackenfrech. Dann werdet ihr sehen und dann zusehen, irgendwo um die 3 € ankommen. Bietet drauf und dann sehen wir, was er sagt. Und ich sag euch, der wird's machen. Und wir kriegen ja tagtäglich neue Artikel angeboten, wo wir dann sagen, okay, zu den Firmen bieten sie uns das an. Und jetzt haben die uns eine ganz knackfrische Ware hier hingeschickt als Muster. Knackfrisch. Wo wir drei aus dem Einkauf hier für die Postenbörsen, die das jetzt. Knackfrisch, die Badmintonschläger. Da nehme ich 40.000 Paletten von. Knackfrisch. Kannst du mal eben beurteilen oder durchgehen? Ich geb dir 25 € und eine S-Klasse. Komm. Jetzt. Jetzt oder nie. Welche Artikel könnten für uns interessant sein und welche Aktionen wir in den nächsten Wochen machen wollen? Und das sind jetzt so richtig reine Sonderposten, wo man sich jetzt ganz, ganz schnell entscheiden muss. Da, Herr Remo, Meyer von Spiegel TV. Mit kleinen Fischen gibt sich in Ankum keiner ab. Das sind jetzt 36.800 Stück, 10 Container, stehen in Hamburg im Hafen und der kann die nicht auslösen. Also ich würde sagen, er hat extrem Druck. Aber der Artikel ist heiß. Das Problem dabei ist, wir müssen die bis Montag oder Dienstag hier haben. Und die drücken natürlich jeden Tag im Hafen und der will die natürlich so schnell wie möglich da raus. Na klar. Aber das, kriegen wir das dann gebacken? Aber was willst du dem bieten? Wann tut das? Was hat er gesagt? Ja, 10,30 €. Ja, kannst vergessen. Biete ihn mal, schreib doch einfach mal drauf erst. Biete ihn 7,50 €. Alle. Dann hast du einen Schuss. Ja. Biete ihn 7,50 €, wenn er es macht. Man kriegt das ja ganz schnell raus. Wer hat da Druck? Wie tief kriegt man den hin? Wo kann ich ihn reizen? Das ist einfach so. Dieser Importeur, der sitzt natürlich. Beleidige seine Mutter und dann biete ihm 7 €. Reiz den richtig, dann hast du einen Schuss. Beleidige 3-4 Mal seine Familie, dann biet ihm 7 € an und dann spuck ihm ins Gesicht. Geht dann mit seiner Ware, die Rechnung wird nicht bezahlt. Bis also sucht er sich ganz kurz schnell jemand, der ihm da hilft, und dass die Ware da kommt. Wann startet jeder Tag der Casino kostet natürlich richtig Geld im Hafen, wo der Container da steht und nicht abgenommen wird. Wenn wir den jetzt für 7 oder 8 € schnappen und dann kann diesen Artikel im Hochsommer, dann wenn es warm wird, das ist ein ganz beliebter Artikel, wenn der dann mit 9,99 oder 12,99 bei uns in den Postenbörsen kommt, dann haben sie einen Preis, den gibt es nirgends. Und dann wird der auch ganz schnell wegfliegen. Richtig. Und deshalb, ich würde sagen, Jungs, 7,50 € drauf bieten, der wird das machen. Dann lasst euch drauf ein, eventuell bis 8 €, aber höher würde ich nicht gehen. Ja. Würde ich nicht machen. Normalerweise sind die Margen gering im Postenhandel. Profit wird durch die schiere Menge gemacht. Doch es gibt auch Ausnahmen. Beim Poker um den besten Preis siegt die Dreistigkeit. Es sind insgesamt 43.000 Stück, das sind 5 LKWs. Kannst du denn jetzt erreichen? 5 LKWs, ich habe ein Top-Angebot. 5 LKWs Badmintonschläger, 5 LKWs Badmintonschläger und da gebe ich dir die LKWs noch oben drauf. Die LKWs kriegst du von mir noch oben drauf.
lass ich dir da stehen, voll getankt. Ich könnte ihn jetzt erreichen, ja. Ruf mal an. Immer anrufen. Ja, aber ich würde mit, wenn du, Hammer wir, wenn du ihn nach 2 Songs sehen kannst. Meier, Eifern, Spiel, TV. Zwei an. Lädt. Ja gut, klar. Das ja, Frechheit siegt, ran. Manda. Ja, wir haben hier die Muster gekriegt von dem Diadora-Set. Ich gebe dir 30 Cent, aber dafür lässt du mir 3 der 5 LKWs auf dem Hof stehen. Und wir haben uns das jetzt gerade mal angeguckt. Sie schreiben, 43.000 Teile sind das, ne? Ich wäre da voll dabei, ne? Ich wäre da voll dabei. 36.000 Badmintonschläger, die nehme ich dir ab. Aber da mal gebe ich dir, pass mal auf, 2,10 Euro für einen Badmintonschläger, dafür lässt du mir den Fahrer hier. Ich will, beide Fahrer will ich hier haben. 5 LKWs, 5 Fahrer, 3 fahren zurück. Zwei behalte ich bei mir. Wir haben wohl Interesse, die gesamte Menge zu nehmen, die ganzen 5 LKWs. Und ja, brauchen wir einen richtigen Preis für. Weil hier 3,75, das ist natürlich, da kommen wir überhaupt nicht mit klar. Wir stellen uns 2 Euro vor. Dann würden wir die gesamte Menge, ja, dann würden wir die gesamte Menge nehmen und dann können Sie die hier liefern bei uns am Lager. Können Sie nächste... Bissam, bleiben Sie mal ganz kurz stehen. Sag Ihnen, die werden so popelig, 1,50, hätte ich gesagt. Ja, Herr Dobelmann, der will nur 1,50 geben hier. Kriegen wir das hin? 2 Euro? Ja, 2,90 ist nix. Ja komm, dann machen wir die Mitte 2,10 Euro. 2 Euro? Oh, nee, 2,90 Euro. Machen wir die Mitte. 2,10 Euro. Und ein LKW. 2,10 Euro und du lässt mir die Fahrerkabine hier. Letztes Wort jetzt. Mehr geht nicht. Das war eine komische, okay? Mitte. Ja, seine Mitte. Meine Mitte. Alles klar. Okay, ich melde mich. Ne? Wir bestätigen das. Danke. Okay. Ja, machen wir. Danke. Jo, ciao. Hat er nicht gemacht, hat oder? Hat er gemacht. 2,10. Ciao, ciao. Ja, nochmal. Super. Hatte ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet. Also, da hätte ich auch jetzt koksen die, wenn die, jetzt geht die Kamera aus, dann koksen sie und dann ficken sie sich in den Arsch. Ne? 2,10 Euro für 46.000 Badmintonschläger und einen LKW noch hinten drauf. Ich hätte freiwillig 2,50 gegeben. Ja. Das ist ein Hammer. Ein richtiger Hammer. Dummkopf auch. Los, weiter. Die Möchte ich hier nochmal festhalten für die Reportage, wenn die veröffentlicht wird. Ein Dummkopf ist das. Warte, mit dem machst du Geschäfte, ne? Für 2,10 Euro. Deutsche Wall Street, Badmintonschläger und Frühstücksplatten. Frühstücksplatten. Gekauft, kosten später 6,99 €. Kein schlechter Schnitt. Auch auf der Kölner Messe sind alle auf der Jagd nach dem besten Preis. Wenn Ishak Karadeniz mit Kunden um Cents und Euro feilscht, geht es nicht immer um große Mengen, aber stets darum, das Gesicht nicht zu verlieren. Von mir heute, wenn du noch heute ja sagst, 6,99 €, ansonsten kostet 10 Euro. Das kommt ja da auf die Wattleistung an. Musst du aber jetzt innerhalb der nächsten 9 Stunden, musst du mir sagen. Hier, siehst du da hinten den Ticker? Nächsten 9 Stunden. Wenn du in den nächsten 9 Stunden zuschlagst, kriegst du für 6,99 €, ansonsten 10 Euro. Du willst ja keine Kaugummis kneten, oder? Du willst auch richtig Teig kneten. Hier so eine Wanduhr, kann ich dir machen, 2,50 €. Ich mach dir 12 Euro pro Bier, okay. Ein Karton. Nimm nur einen Karton. Sind nur 4 Stück. Ich will dir helfen, aber du musst mir auch helfen. Guck mal, allein auf unsere Freundschaft, okay, machst du 1 € billiger, 16,90 €. Das sind Artikel, wo ich keine Luft habe. Da wollen wir sagen, wir verdienen nichts an diesen Artikeln, aber wir machen die Leute damit glücklich. Guck mal, wenn du heute bei mir kaufen kannst, gebe ich dafür 10 Euro. Wenn du mich in 2 Monaten anrufst, brauchst du Ventilatoren, kostet dir 15 Euro. Ja. Sind wir durch? Richtig. Heiho Kahlwan kommt ihre eigene Spedition mit Trax und Asphalt Cowboys. Haben wir schon. Die Frühstücksbretter lege ich dir noch drauf, Ehre? Haben wir schon. Ich habe schon eine eigene Spedition. Ich mache mir jetzt hier im Ramschgeschäft in Irland selbstständig. Der Toro ist schon draußen auf der Straße. Der versucht gerade für mich 52.000 Bettpfannen zu schießen. 40 Cent das Stück. Nach 2 Stunden hat der Händler Ware im Wert von knapp 5.000 Euro verkauft. Peanuts für Karadeniz. Hat mich immer gefreut. Waren gestern roundabout ca. 10 bis 15 Container. Das sind dann Warenwert für bis eine 500.000. Nur von, also ein Kunde. Das ist eine ganz andere Dimension. Ne? Da rechnet man natürlich nochmal ganz anders und kalkuliert auch ganz anders. Wer gut zu handeln versteht, kann damit reich werden. Sehr reich. Wie Georg Dobelmann. Ihm gehören große Teile seiner Heimatstadt Ankum.
und es wird immer mehr. Karl übergeht Matze und macht jetzt Business mit Toro. Matze ist ja zuständig für den kompletten Dachbereich. Jetzt hör mal auf hier. Der Matze ist gerade unterwegs mit dem Fahrrad. Ne? Der soll das Fahrrad eintauschen gegen 12.500 Ventilatoren. Hier ist jetzt alles Doppelmann. Steht doch Aldi dran. Ja, aber das Gebäude gehört mir. Die haben das gemietet von mir. Ne? Oder hier auch die Spielhalle, die dann da die Waschstraße, das ist. Alles meins. Gehört ja alles zusammen. Alles meins hier. Hier sind wir jetzt in den Ortskern und da ist ein alteingesessenes Modehaus in Angum gewesen. Das auch haben wir meins. Jetzt kaufen können. Dann haben wir hier den in diesen jetzigen Imbiss noch den. Gehört auch mir. Und das Hotel Schmidt. Gehört auch mir. Ein Unternehmer mit Mission, der eigentlich gehört die ganze Stadt mir. Teile seiner Stadt umkrempeln will und weiß, wie man die Fäden zieht. Jetzt treffe ich mich jetzt kurz mit unserem Bürgermeister, weil die Pläne fertig sind. Er wollte sich die jetzt nochmal mit mir einmal in Ruhe angucken. Als Unternehmer bist du erst dann mächtig, wenn du dich mit Politikern triffst. Wenn Politiker für dich Sondergenehmigungen durchboxen, dass du noch was, ne, auch an der Bauordnung verändern kannst, dann... Ne? Und der Bürgermeister gehört auch mir übrigens. Das Rathaus gehört mir. Am Montagabend, kommenden Montag, ist eine Ratssitzung hier in der Gemeinde Ankum, wo die Gemeinde dann beschließen will, ob das Bauvorhaben gemacht wird. Oder. Herr Bürgermeister, wir machen das ganz einfach. Herr Bürgermeister, hören Sie mir erstmal zu. Herr Bürgermeister, wir machen das ganz einfach. Jetzt mal unkompliziert, Herr Bürgermeister, dürfen wir Tacheles sprechen? Können wir Tacheles sprechen, Herr Bürgermeister? Wir machen das so, ich baue da hinten einen 16 Stöcker hin. 16 Stockwerke und dafür lasse ich dir 16.500 Badmintonschläger hier. 6,99 im Sommer im Verkauf lasse ich dir hier. Stelle ich dir jetzt vors Rathaus. Ich hab sie im Cayenne. Ich stelle sie dir jetzt dahin. Ob die da voll hinterstehen oder ob es noch irgendwelche Einschränkungen gibt. Und deshalb ist dieser Termin jetzt auch relativ... Ich drehe mich um, ich gucke kurz weg, was mit den 16.000... Was mit den 16.000... Was mit den 16.000 Badminton-Schlägern passiert, ist dann nicht mehr meine Sache. Ich drehe mich kurz um. Was? Wie wichtig, dass der Bürgermeister da schon mal voll hintersteht. Dobelmann ist Herr über 1200 Arbeitsplätze und der größte Steuerzahler der Gemeinde. Im Rathaus wird man so einen Mitbürger kaum Steine in den Weg legen. Der parkt auch direkt davor. Das interessiert ihn nicht, ob da ein Bürgersteig ist oder nicht. Weg da jetzt. Ich guck mal einmal. Das ist er nicht. Alles da, nur nicht der Bürgermeister. Oder ist er wieder mit Fahrrad da? Alles meins. Wie gesagt, irgendwo eine Kirche. Und da sind wir jetzt. Alles meins. Stehst du hier schon irgendwo? Okay, alles klar. Ne? Ciao. Ja, wir stehen hier oben an der Kirche, ne? So, tschüss. Was ein Mann, ey. Ja, wir sind 3 Minuten, ist er da. Geht es nach Dobelmann, soll das Zentrum von Ankum ein völlig neues Gesicht bekommen, damit die Geschäfte noch besser laufen. Der Unternehmer hat schon genaue Pläne. Die müssen nur noch durchgewinkt werden. Die örtliche NPD-Zweigstelle hier wurde aufgelöst. Hab hier 10 LKWs Kreuzwandschmuck und 20 LKWs stramme patriotische Flaggen. Hast du noch Platz in der Garage? In Irland kann ich die vertreiben. Das ist nicht verfassungsfeindlich hier. Ich habe hier schon mal einen Plan gemacht. Ne? Da machen sie jetzt eine Unterschrift unten drunter. Ne? Komm, Hand drauf. Das ist nicht ganz so sichtbar, war nach dem Motto. Hier die Sozialwohnungen, die kommen alle weg. Jeder einzelne von den Geringverdienern. Ich möchte die nicht mehr in meinem Stadtzentrum haben. Die sollen, die müssen wir outsourcen. Spende 3,33 €. Das Fahrrad vom Bürgermeister schnapp ich mir. Hat hier kein klassisches Dach drauf. Wir wollen es jetzt erstmal architektonisch anders gestalten. Wenn man da ja jetzt hinguckt, die Gebäude sind in die Jahre gekommen. Wir versuchen das jetzt, die ganzen Gebäude, die werden also da entfernt, die werden weggeschoben. Wir werden dann versuchen, hier mehr Parkraum zu schaffen. Das für die großen SUVs. Wir brauchen mehr Parkraum hier. Parkplätze vor den Geschäften kommt. Weil heute ist ja das A und O, ist ja, die Leute wollen mit Auto in das Geschäft fahren. So, und dann sind wir da jetzt dabei, da auch einen attraktiven Mix in die Geschäfte wieder zu gestalten oder eben zurückzuholen. Filialisten oder eben wirklich schlagkräftige Firmen, die auch wieder Kundschaft in den Ort reinbringen.
Aber wenn man da runter schaut, sieht es doch eigentlich ganz idyllisch aus. Herr Bürgermeister, idyllisch mein Arsch. Sie unterschreiben das jetzt und ich lasse Ihnen dafür den Porsche hier. Ich drehe mich jetzt um, hier liegt der Schlüssel, ich gucke nicht hin. Nehmen Sie sie, machen Sie was Sie möchten, aber die Unterschrift landet auf diesem Blatt Papier. Aber von der Idylle können Sie kein Geld verdienen. Richtig, von der Idylle kann man kein Geld verdienen, das interessiert mich. Dieser ganze Fachwerk Altbau hier, Gebäude, Denkmalschutz und so, lecken Sie mich an meinem Arschloch, lecken Sie mich in meinem Arschloch. Nehmen Sie jetzt den Cayenne und geben Sie mir die Erlaubnis. Die Bagger stehen schon da hinten. Sehen Sie da hinten? Das ist eine Abrissbirne. Die ist bereit. Ich drücke auf den Knopf, dann fliegt die los. Also idyllisch ist der Ort ganz sicher. Das ist auch hier in der Gegend einer der schönsten Orte. Mit unserem schönen, wunderschönen Dom hier und auch der Ortskern. Aber das sehen Sie ja jetzt auch schon, dass das total beengt ist. Stehen da alle Ankommer hinter Ihnen? Oder gibt es da durchaus unterschiedliche Meinungen? Bleib mal ganz kurz stehen. Jetzt alle... Was ist denn mit der Goldmünze passiert? Ankommen, 7.500 Einwohner, das kann man sicherlich nicht sagen, aber es ist eine deutliche Mehrheit. Von den 100% Einwohner werden Sie immer welche Schlauberger haben, die sagen, das ist verkehrt. Aber man muss ja mal das Grundübel auf den Boden gehen. Richtig. Es ist ja nur einfach so, dass was auch der Bürgermeister eben schon gesagt hat, es ist kein Leben mehr in den Ort, die Geschäfte sterben. Richtig. Wahrscheinlich würden Anwohner in Berlin oder Hamburg bei einem solchen Eingriff ins Stadtbild lautstark protestieren. In der Provinz geht sowas diskret über die Bühne. Da kriegt jeder einfach einen neuen Toyota. Ne? Gucken Sie mal, wenn Sie jetzt hier protestieren gehen, dann können Sie das sehr gerne machen. Oder aber Sie nehmen diesen nagelneuen Toyota. Dieser Toyota Yaris könnte Ihrer sein, wenn Sie jetzt umdrehen und nach Hause gehen. Das ist ja einfach so auf dem Land, man hat ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander und das habe ich hier auch mit der Gemeinde Ankum und die fördern das ja auch jetzt wohlwollend. Auch eine andere Immobilie im Ort hat Dobelmann gekauft und modernisiert. Ein Hotel, das erste Haus am Platz. Fast 10 Millionen hat er in die Renovierung gesteckt, alles vom Feinsten. Aber fürs Restaurant wirbt er wie für seine Märkte mit Kampfpreisen. Currywurst für 6,99? Was bist du eigentlich für? Raus hier! Ich habe gesagt, wir machen hier eine Einweihung von dem Restaurant. Ihr macht eure Karte fertig und euer Angebot fertig und dann machen wir die ersten 4 Tage alles zum halben Preis. Jede Speise, jedes Getränk, alles zum halben Preis. Da ist er mir hinten rübergefallen und hat gesagt, das geht so nicht in der Gastronomie. Ich sag, mein Freund, du bist hier nicht in der Gastronomie, du bist hier beim Postenhändler und hier wird es anders gemacht wie woanders. So, im Nachhinein, Sie können ihn mal fragen, er war da so von begeistert und das Restaurant hat von diesem Tag ab an den Schalter umgelegt und das ging nur noch steil nach oben. Steil nach oben. Und obwohl es jetzt so gut läuft, bin ich Ihnen dann jetzt vor... Ich werde ihn jetzt kündigen. Obwohl das jetzt gut läuft, werde ich ihn kündigen, einfach nur, damit die Leute wissen, dass sie sich nicht so sicher fühlen können. Tut mir jetzt auch leid, Herr Wanke. Aber ich werde sie jetzt kündigen, damit alle anderen wissen, hier kann sich bei mir niemand sicher fühlen. Herr Wanke, nehmen Sie sich meinetwegen den Porsche draußen mit, aber Sie gehen jetzt. 6 Wochen auf ihn zugegangen und habe gesagt, so, wir müssen jetzt mal wieder richtig Dampf auf den Kessel legen, um hier mal ein bisschen Musik reinzubringen und nochmal wieder. Und dann sagte Herr Meier zu mir, wieso, das Restaurant läuft doch. Ich sage, ja, genau deshalb müssen wir jetzt nochmal wieder richtig Stimmung in die Bude bringen. Und dann habe ich ihnen gesagt, wir machen jetzt Jägerschnitzel oder Zigeunerschnitzel. Ich habe erst gesagt, 1,99 mit Salat mit Pommes und nur vom Feinsten. Da hat er eine halbe Herzattacke gekriegt, ja. Da sagte der Chef, das läuft nicht. Dann haben wir uns geeinigt auf 2,99 und wir haben diese Aktion gemacht. So, und wer hatte recht? Ja, am Ende hat er wieder recht gehabt, der Alte. Ja, egal wie, hat er wieder recht gehabt. Und da kommt natürlich so diese unglaubliche Erfahrung dieser Restpostenhandels, ja, und dieses großen Unternehmens zum Tragen. Da ist es so, dass es gar nicht mal darum ging, das Restaurant voller zu bekommen. Viel wichtiger ist noch, wie schaffen wir es, dass viele Menschen über uns reden? Ob positiv oder negativ, sei mal dahingestellt. Wo wir auch sehr darauf geachtet haben, das habe ich Ihnen immer wieder gesagt bei dieser Aktion, Qualität. Du nimmst die beste Qualität. Es soll nicht einer sagen,
Wir haben jetzt an die Qualität gespart und das haben wir absolut nicht gemacht. Nein, haben wir nicht gemacht. Das größte Problem war, dass du 3 Wochen lang Muskelkater hattest von Fleischklopfen. Ich habe noch nie so viele böse Anrufe bekommen oder E-Mails von irgendwelchen anderen Küchenchefs, die behauptet haben, so macht man keine Gastronomie. So macht man keine Gastronomie. Nein, ich habe auch hier, meine Kellner sind auch völlig anders drauf, ne? Bei der normalerweise, schönen guten Tag, darf ich Ihnen die Empfehlung des Tages bringen? Möchten Sie einen Wein davor? Meine Kellner anders. Meine Kellner kommen an den Tisch und sagen, heute Jägerschnitzel für 2,99. Wenn Sie... Ich mich. Gastro-Kellner. Restposten-Kellner. Aber ich arbeite ja nicht in der Gastronomie, sondern beim Restpostenhändler. Ja, also von daher, auch ich lerne jeden Tag dazu. Hier wird Gastronomie ein wenig anders gemacht halt. Und Herr Dobelmann ist auch im weitesten Sinne, sage ich mal, ein Arschloch. Egal, was die Konkurrenz jetzt denkt, letztlich. Egal, was ein Arschloch, ja. Ich glaube, das war ihm vielleicht auch immer egal mit der Postenkonkurrenz letztlich. Ja, ja. Ja, er macht einfach sein Ding. Und es ist ihm auch völlig wurscht, ob 10 Leute sagen im Grunde genommen, du bist... Ein Arschloch. Oder ja. Ich mag das nicht. Oder du machst die Gastronomie kaputt. Immer denke ich, würde ich meinen, sagt der Dobelmann, ihr könnt ja alles auch machen. Ja? In Köln auf der Nippes-Show versucht unterdessen Josef Schlömer, palettenweise Ware aus China an den Mann zu bringen. Was ist denn mit der Goldmünze passiert? Freilich nicht um jeden Preis. Was ist denn los hier? Sparschnäppchenfuchs spendet 3,33 €. Mach dich weg da. Sonst kaufe und klone dich 5000 Mal und dann gehst du für 1 Mark und 1/2 Kartoffel weg. Wie? Sklavenhandel ist illegal? Dann mach mal 50% auf das Rinderhack und verwurste den. Das ist na klar ein hochwertiger Artikel, den ich ganz stark in Gartencenter noch reinverkaufe. Eigentlich will ich dir den gar nicht geben. Warum nicht? Weil ich die eigentlich andernorts gut verkaufe und einen guten Preis erziele. Und du gibst mir da ja nichts für. Nein, ich verkauf die regulär. Über den Großhandel mit 9,90 €, das ist ein dreiteiliges Set. 9,90 € ja. Für unseren Verkaufspreis. Das macht doch keinen Spaß mit dir. Wie viele hast du davon? Davon habe ich ca. 1400 Sätze noch. 1400. Ja. Ich mache ein Angebot für den kompletten. Also ich nehme alles, alles was du da im Waffenlager hast. 5 € und nehme ich alles. Und die restlichen Sachen kommen auch noch dazu. Weg damit, eher lasse mich damit beerdigen, als dass du die Dinger für 5 € bekommst. Niemals. Mein Gott. Verschwinde jetzt hier. Geburt wieder heute. Um Nachschub muss sich Schlömer keine Sorgen machen. Bankrott geht immer irgendwer. Und andere Quellen... Nachher verkauft er 1400 Stück für 4 € und dann hat er, und sind sie zufrieden? Ja. Ja, will ich. Siegen auch nicht. Wir kaufen bei der Postenabteilung nur aufgrund des Preises. Die Ware stammt dann entweder aus Überhängen, aus Liquiditätsengpässen, die Firmen haben, aus ja, durchaus nicht bezahlten Containern, durchaus aus Gesprächen. Was glaubst du, was der zu Corona, dieser Mann hier, was dieser Mann, also der Reiche, was der zu Corona alles wegkauft? Der geht in den Laden rein, sagt, ich kaufe den Laden komplett. Was wollen Sie haben? Mit Banken, die dann darauf verweisen, Mensch, wir haben hier eine Partie und der Kunde hat Probleme. Das sind dann so diese Quellen. Wenn Sie als Beispiel jetzt einfach mal dieses Glas hier nehmen, ja, da haben wir 14 LKWs, nur dieses Glas. Ja, also das ist dann durchaus auch schon eine große und adäquate Menge. Ne? Und ja, die ist jetzt entstanden, weil für den, für die, die vorgesehen war, der hat dieses Glas aufgrund seiner Qualität verworfen. Jetzt haben wir es aufgekauft als zweite Wahl und versuchen es halt zu vermarkten. Was ist denn mit der Goldmünze Manch passiert? Einer plant auch einfach am Bedarf. Ja, den guckst du schief an und dann springt das auseinander. Das interessiert mich nicht für 2,99 €. Sag ich dir so, wie es ist. Vorbei. Dann schlägt die Stunde für Dobelmann und Co. Die sind nicht abgenommen worden und hat er zu viel von produziert. Und das ist ja jetzt die richtige Ware fürs Frühjahr. Ne? So, da sind die Kamelien da unten, sind 30 in der Lage. Ja. Da hat er 120 Container von. Also so gemixt, die 120 Container. So gemixt, ja. Kamelien, Lilien. Und was will er haben? Hier will er 3,20 für haben und da 1,30. Aber da geht noch was. Dobelmann beherrscht das 1x1 erfolgreichen Verhandelns. Die Ware schlecht zu reden, Anbieter unter Druck zu setzen.
Das wäre der absolute Hammer. 1,99 €. Die kosten nämlich im Jugendmarkt, also 3,99 € bezahlst du immer für. Ja, Herr Schmidt, moin. Ich stehe jetzt vor Ihrem Muster hier, die Blumen. Ja, wir müssen schnell weg, ne? Ja, schöne Ware, ich habe schon mal Besseres gesehen. Ja, ja aber... Schöne Ware, ich schicke Ihnen jetzt, warten Sie ganz kurz. Haben Sie gesehen? Das ist ein Bild von meinem Arsch, sieht besser aus, ne? Als Ihre Ware. Ich gebe Ihnen da 30 Cent für. Für einen Container. Die müssen auch vor Ostern raus, oder nicht? Ja, aber die Preise gefallen uns hier noch nicht. Ich will die wohl alle haben. Das sind ja richtig Stückzahlen. Fangen Sie doch mal an. Hortensien. Was wollen Sie dafür haben? 1,40 € ist nicht. 1,40 € geht nicht. 1,40 € geht nicht. 1,20 € ist Minimum. Was geht? 25.000 Pflanzen? Ratzfatz, ich hab's eilig. 1 € glatt? Okay, hakt den erstmal ab, aber das ganze Geschäft muss laufen. 1,80 €. Ja, haben Sie hier stehen, Herr Schmidt, 1,80 €, das ist zu teuer. Euro. Immer ein Euro, kann ich mir am besten merken. Was? Ja, was geht? Ratzfatz. Die sind doch schon vertrocknet, die alte Scheiße. Ratzfatz jetzt hier, ein Euro für das Ding und ich gebe Ihnen noch Matthias oben drauf. Der bringt Ihnen jetzt, gucken Sie mal ans Fenster. Der Mann, der da winkt, der müsste jetzt winken, der hat so eine Mütze auf, das ist der Matze. Der hat ein Matthias-Brötchen dabei, das kriegen Sie jetzt sofort, bringt das Ihnen rein. Der bringt Ihnen das jetzt sofort rein. 9 Euro, 25.000 Stück davon. Also hier, da muss er raus. Herr Meier, 1,20 € aufschreiben. Okay, gut. So, nächsten. Sind die wieder unterschiedlich hier in Preis oder was? Herr Remo, Meier von Spiegel TV. Ab 30 wird's erst richtig 1,30 € gut. 1,30 € und 2,20 €. Vielen Dank für 30 Monate schon. Das ist aber schon eine lange Zeit. Herr Schmidt, fällt Ihnen der Hörer weg oder was? Bissam, bleiben Sie mal ganz kurz stehen. 1,15 €, hören Sie auf, da kann man nicht passieren. 1 € glatt, dafür weg. Dafür bekommen wir 250 Wasserwerke. 1,50 €, hören Sie auf mit dem Scheiß. 1 € glatt, weg mit dem Scheiß. Also der muss auf uns zukommen. Nicht, dass wir da anrufen bei den Gärtnern, ne? Dann denkt der schon, oh, die wollen was haben. So, wenn der auf uns zukommt, dann wissen wir sofort, der ist in Druck. So, und dann können wir handeln. Man muss wissen, was der Markt hergibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Was draußen die Ware kostet, wie teuer sowas ist und immer zusehen, dass man es günstiger hat wie andere Leute. Moin. Nee? Und eben, dass man die Kraft hat, dass man auch diese Mengen abnimmt und dass man da eben den Lieferanten auch verbindlich sagt, so, ich kaufe euch alles ab, ihr kriegt sofort euer Geld und dann kriegt man auch den allerletzten Preis. 3,20 €, fick dich, du Arschloch. 1 € glatt. Was ist mit der Goldmünze passiert? Ich gebe Ihnen den Sub und als Schnäppchen mein Prängel nach oben drauf. Zack, zack, das muss schnell weg, der ist gerade hart. Du bist ekelhaft. Keiner seiner Märkte ist weiter als 2 Autostunden von der Zentrale entfernt. Jeden stattet Dobelmann regelmäßig Kontrollbesuche ab. Hallo. Alles ausgeflogen hier. Keiner da. Da werde ich stinksauer. Erstmal drei Mitarbeiter kündigen, weil zu wenig Leute im Laden sind. Sie da hinten, kommen Sie mal her. Wie lange sind Sie schon hier? Sind Sie zufrieden? Raus. Gut, da. Nirgendwo einer da hier. Da ist er. Und jetzt weiß ich auch, wo Sie Ihre Arbeitszeit verbringen. Ja, das soll wohl sein. Ich glaube, da scheißt du dich ein, Alter, wenn der in deinen Ramschladen reinmarschiert. Da scheißt du dich ein. Ihr seid alle gefeuert. Du weißt ganz genau, wenn der Porsche Cayenne S vorfährt, dann gibt's nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Laden ist rammelvoll und er grinst nur ein bisschen und fährt wieder, oder aber Folgendes passiert. So, Freunde, ihr seid alle gefeuert. Jeder Einzelne. Da, hinten, Matthias, versteck dich gar nicht. Komm mal nach vorne hier, Matthias. Komm mal nach vorne. Gefeuert. Und du auch. Raus mit dir. Ihr seid alle gefeuert. Jeder Einzelne von euch. Ah. Warum ist hier so wenig los? Fickt euch und eure Familien. Du bist gekündigt, aber nicht von meinem Laden, sondern von deiner Wohnung. Ich hab die gerade gekauft. Und du bist raus, mein Freund. Eigenbedarf. Der Chef mag jovial im Umgang mit seinen Mitarbeitern wirken, aber er ist knallhart, wenn es um Zahlen geht. Ich liebe es, so viel Geld zu haben. Wenn du so viel Geld hast, ne, dann kannst du alles machen. Da kannst du wirklich alles machen. Das ist das Schöne am Kapitalismus. Im Visier ein Ladenhüter. Richtigen Preis dran und dann weg damit. Was müssen wir machen? Wie teuer?
99 Cent und dann fliegen die weg. Ja, das ja. Dann sind die weg. Ja, sind die weg. Diese ganz harten unternehmerischen Gespräche zwischen der Filialleitung und dem Besitzer. Naja, 99 Cent, dann sind die weg. 99 Cent kaufe ich selber. Für 99 Cent kaufe ich die jetzt selber. Komm, mach mal einen Euro glatt, nimmst du sie direkt mit. Der verkauft seiner Mitarbeiterin gerade zwei Paletten von diesen Zwirlwischtüchern für 9 Euro das Stück. Tag, Herr Remo, Meyer von Spiegel TV. Ich bin im Büro, ich kümmere mich darum. 50 Euro. Ich kümmere mich darum. Ich habe 2, ich hab 10 LKWs bemannt, da stehen, draußen, gucken Sie raus, 10 LKWs bemannt, die fahren jetzt direkt nach Hause. 1 Euro das Stück. FlyGamer33 spendet 3,33 Euro. Du bist der geilste LOL XD. Dankeschön, du auch, LOL XD. Und jetzt so ganz klar Verlust, wenn ich das jetzt sehe, wie wir das vorher verkauft haben. Aber dann gucke ich da auch nicht mehr hin, da brauche ich auch nicht mehr rumzufackeln. Das muss einfach raus. Und da bei so einer Packung gebe ich jetzt 1 Euro dabei. Aber ich kann es nicht ändern. Weil wenn ich gar nichts mache, dann liegt der da noch in 20 Jahren. Dann habe ich auch nichts. Richtig. Lohnt nicht. Wir brauchen Artikel, die sich drehen. Wir brauchen Schnelldreher. Und alles, was irgendwo länger liegt, kostet Geld und Platz. Und das kostet auch meine Nerven, wenn ich die immer wieder sehe, diese Ware. Und dann kriege ich schlechte Laune. Das ist irgendwie auch bei dir, Sibylle. Da kriege ich auch langsam schlechte Laune, wie ich die immer wieder hier rumstehen sehe. Man da schon mach dir mal die Haare anders. Hier, färbst du doch mal oder machst du ein bisschen kürzer oder so. Konsequent bei und reduziert das so tief runter. Und das ist auch eine alte Weisheit. Der erste Schaden ist der kleinste. Also Bono Botale runter damit mit dem Preis und dann ist das Ding weg und hat sich erledigt. Es gibt ja auch Menschen, die sind in ihre Ware verliebt. Die steht da und deckt sich nur. Hoffentlich werde ich nicht gekündigt. Bitte, lass, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Sibylle, was verdienst du im Monat? 2? 2,1. Machen wir 2 glatt. Komm, machen wir. Machen wir ab jetzt 2 glatt und du bleibst Donnerstag eine Stunde länger. Komm. Und können sie gar nicht trennen. Ist aber meist ein ganz, ganz großer Fehler. So sehe ich das. Dann zeig mir doch den Scheiß da draußen. Ich will nicht wissen, ob das alles läuft. Der Restpostenmillionär, ein Freund klarer Ansage. War 2 glatt und ich nehme mein Auto mit. Bauchschmerzen. Was ist denn da mit so einem scheiß Astra da vom Hof fährt? Das muss doch jetzt eine volle Bulle laufen. Da fehlt ein Preis, dann kann man das auch verkaufen. Mendalit Fox spendet 3,33 Euro. Du bist, ich arbeite hier, du ein Job? Haben den Job, so jetzt sind sie gefeuert und hier noch ein Sack Kartoffeln. Junge Frau. Hier, aber auszeichnend. Kennen Sie doch. Ja. Da auch mal. Hier, Frau Gers, hier mal eine richtig hinstellen. So fix und fertig mit Deckel. Ja. So ist das scheiße, wie das da platziert ist. Ne? Ja. Ja. Kein Preis. Ja, aber da muss man das so dran machen, dass es hält. Da kommt mal das Schild. Sieht ja wohl scheiße aus, oder? Ha? Ich hab das letzten Sonntag. Sieht doch scheiße aus, ja, oder? Ja, Sibylle, da machen wir noch ein Preis. Nee, ich meine nicht das. Ich meine sie. Sieht doch scheiße aus. Machen Sie doch mal was aus sich. Das ist ein Typ, Alter. Ich hab doch schon gesehen, wo ich aufhatte. Da habe ich schon gedacht, da wird ja mal einer sehen. Ich schreib das. Ist nicht unsere Liga, oder? Nein, schreibe ich nicht. Also, kümmern. Ja. Kümmern Sie sich darum. Es soll ja nicht nur ein Ramsch, sage ich jetzt mal, wird ja viel verkannt, dass man sagt, das ist ein Ramschladen, das will ich nicht. Man kann ja auch Posten bleiben Sie mal ganz fürs kurz Auge stehen. Verkaufen. Nicht? Der Kunde soll ja auch was eine vernünftige Einkaufsatmosphäre hier bekommen. Und da lege ich immer schon sehr, sehr großen Wert drauf, dass auch ein Markt schön sauber ist und dass die Ware vernünftig platziert ist, dass eine vernünftige Auszeichnung da ist. Der Kunde soll sich auch bei uns wohlfühlen. Also er soll nicht nur ein Schnäppchen machen oder nicht nur hier einkaufen, sondern es muss auch irgendwo alles so ein bisschen gepflegt und vernünftig aussehen. So, Frau Gers, Tschüssikowski. Tschüssikowski, also
Wir verabschieden uns jetzt, aber ich bleibe noch ein bisschen. Sie gehen. Tschüssikowski. Mach das jetzt selber. Auf der Kölner Postenmesse holt Josef Schlömer zum finalen Schlag aus. Bissam, was ist denn mit der Goldmünze passiert? 8 Container mit Tabletts blockieren das Lager daheim in Ostfriesland. Und die müssen weg, koste es, was es wolle. Hier haben wir die Tabletts noch. Du weißt, ein hochbeliebter Artikel. Ja. Ich selber habe 4 davon zu Hause. Für diesen Artikel kannst du draußen erzielen. Da, Herr Remo, locker, locker 4,95. Das nimmst du auch, das weiß ich. Ja. Ich lasse dir diesen Artikel, wir haben 144.000 Stück, die willst du nicht haben, das weiß ich, die brauchst du auch nicht nehmen. Ich gebe dir diesen Artikel bei 6.000 Stück für sage und schreibe 1,35. 6.000 Stück? Das sind circa 8 Paletten. 8 Paletten sind ja. Das? 1,35? Ja. 1,10 und dann ist okay. 1,20 und wir machen das. Nein, 1,10. 1,15. Alles klar. 1,12. Das sind 6.000, 1,12, ne? 1,15. 1,15. 1,15 ist geschrieben, gilt, fertig. Und ansonsten... Du hältst es die Fresse und überweist das. Schnell wiederkommen. Kurz vorm Ende stehen noch hinterher. 1,12. Was ist denn mit der Goldmünze passiert? Schmeckt die gar die 25 Monate. Meine Panze platzt und unser Lager auch. Mach's gut. Dankeschön. Gibt es irgendwo Grenzen für Sie? Ja, es gibt Grenzen. Und sobald es in die Flusszone reingeht. Ne? Aber den habe ich jetzt noch abgezogen. Und er sagt es auch einfach. Er sagt es, er steht noch da. Er steht noch da. Ja, den habe ich abgezogen. Ja. Der geht nackig nach Hause heute. Der geht nackig nach Hause. Komm, wir machen 1,15 und du lässt mir die Mütze noch hier. Das ist ja genau mein Job, Bruder. Das ist genau mein Job. Komm, 6 Paletten, 1,15 das Stück und du lässt mir die Mütze noch hier. Es macht mich sehr traurig, dass das jetzt schon vorbei ist. Es macht mich wirklich traurig, dass das schon vorbei ist. Hochgradig traurig. Das war eine der lustigsten Dinge, die ich die letzten Monate gesehen habe.